Es liegt ein unbeschreiblicher Zauber über dieser Stadt. Wenn die Morgensonne im Flusswasser glitzert und die weltberühmte Silhouette erleuchtet wird, beginnt ein Tag voller Entdeckungen in einer der schönsten Städte Europas. Dresden, die Barockperle an der Elbe, die liebevoll das Elbflorenz genannt wird und seinen Gästen neben dem Balkon Europas viele einzigartige Kostbarkeiten zu bieten hat. Die meisten Gäste sind auf der Suche nach dem Mythos der barocken Stadt Canalettos und finden eine moderne Stadt voller Charme, Schönheit und historischer Eleganz. Heute komplettiert die mächtige Kuppel der Frauenkirche das imposante Panorama der Brühlschen Terrasse, auch der Balkon Europas genannt und ein Teil der berühmten Altstadt, die jedes Jahr Millionen Touristen aus aller Welt in ihren Bann zieht. Besonders geprägt wurde Dresden von seinem kunstsinnigen und lebensfrohen König August dem Starken, der heute ganz in Gold gekleidet in der Sonne funkelt und dessen Prunksucht und Sammlerleidenschaft die Besucher heute so viel zu verdanken haben. Das Lebensgefühl dieser Stadt bestimmt die Elbe. Ein Fluss, der sich in weiten Bögen durch Dresden windet, vorbei an der Altstadt, an Schlössern, malerischen Weinbergen und gesäumt von breiten Wiesen, wie man sie in keiner Großstadt Europas mehr findet. Eine Dampfertour auf der Elbe, auf einem der Schiffe der größten und ältesten Raddampferflotte Europas, ist ein echtes Erlebnis. Entdecken Sie Dresden, eine Stadt mit beeindruckender Historie, voller Kunst und Kultur, liebenswerten Menschen und moderner Dynamik. Eine Stadt mit vielen Gesichtern zwischen Tradition und Moderne. Und eine Stadt, in die man sich verlieben kann. Das Herz der Stadt ist die historische Altstadt mit einem der schönsten Plätze Europas, dem Theaterplatz. Dieser Platz erhält seinen Rahmen durch so einzigartige Bauwerke wie die Semperoper, das Galeriegebäude des weltberühmten Zwingers, das Residenzschloss, die Dresdner Hofkirche und das italienische Dörfchen, so genannt, da hier einst die italienischen Erbauer der Hofkirche lebten. Die Semperoper, entworfen vom Architekten Gottfried Semper, gehört zu den schönsten historischen Opernhäusern der Welt und ist Anziehungspunkt für Musikliebhaber aus allen Kontinenten. Die Aufführungen in der Semperoper bieten Kunstgenuss auf Spitzenniveau, inmitten der beeindruckenden Kulisse seiner glanzvollen Innenräume wie dem imposanten Zuschauersaal, dem Foyer oder den Vestibülen. Um ein solches Kunstereignis miterleben zu können, sollte man sich rechtzeitig über verfügbare Eintrittskarten informieren.
Der Dresdner Zwinger ist ein einzigartiges barockes Gesamtkunstwerk und wurde im Auftrag August des Starken von 1709 bis 1732 nach Entwürfen des Architekten Pöppelmann und des Bildhauers Permoser geschaffen. Durch das Kronentor mit Zwiebelkuppel und polnischer Königskrone gelangt man in den Innenhof der Anlage, in der sich um einen rechteckigen Hof mit Wasserspielen zahlreiche Pavillons spiegelbildlich gruppieren. Ein idealer Ort zum Lustwandeln, Staunen und Entspannen. Im Dresdner Zwinger ist die Gemäldegalerie alter Meister mit Gemälden weltbekannter Maler wie Rubens, Rembrandt und Raphael ein besonderer Anziehungspunkt von Weltruf. Die alten Meister beherbergen eine der faszinierendsten Sammlungen europäischer Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts. Der Anblick der Sixtinischen Madonna von Raphael mit den berühmten Engeln zu ihren Füßen hat eine unbeschreibliche Magie und ist für viele Besucher unvergesslich schön. Lassen Sie den Besuch des Zwingers mit einem Panoramaausblick auf die gesamte Anlage und einen Spaziergang entlang der Balustrade ausklingen. Ein weiterer Höhepunkt am Theaterplatz ist das Residenzschloss, eines der schönsten Schlösser Deutschlands, das in neuem Glanz erstrahlt. Der Schlosskomplex umfasst drei Höfe, deren Treppentürme und Fassaden mit Sgraffito-Malerei gestaltet sind. Im Westflügel des Schlosses versetzt das neue grüne Gewölbe mit Schätzen aus Gold, Edelsteinen und Elfenbein die Augen aller Gäste in pures Erstaunen. Meisterwerke der Goldschmiedekunst und des Kunsthandwerks wie der Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aurangzeb von Johann Melchior Dinglinger sind wahre Publikumsmagnete. Das historische grüne Gewölbe im Erdgeschoss des Residenzschlosses bietet Kunstliebhabern ebenfalls Raritäten von Weltruf.